Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In Rom fanden sich gut 400 Patrioten aus dem In- und Ausland ein, um ein Zeichen für die Verteidigung unseres europäischen Abendlandes zu setzen. Eingeladen hatte die Alliance for Peace and Freedom und die Veranstaltung stand unter dem Motto United Against Emigration and Terrorism, also vereint gegen die Zuwanderung und Terrorismus. DSTV war natürlich vor Ort und lässt Sie in der folgenden Reportage an der wegweisenden Tagung teilhaben. Rom, die ewige Stadt. Hier im Herzen des europäischen Abendlandes trafen sich am 2. Novemberwochenende auf Einladung der Alliance for Peace and Freedom Patrioten aus verschiedenen Ländern, um über gemeinsame Strategien für den politischen Kampf gegen Massenzuwanderung und Terror zu beraten. Ein aus dem hohen Norden angereister Teilnehmer brachte die Notwendigkeit europäischer Vernetzung auf den Punkt. Ich denke, das ist eine wunderbare Initiative und eine sehr wichtige mit Blick auf die Zukunft unserer europäischen Heimatländer. Es freut mich sehr, die ganzen Leute aus Europa zusammenkommen zu sehen. Ich selber komme aus Schweden und es hat sich für mich gelohnt, hierher zu kommen, um Nationalisten aus ganz Europa zu treffen, zu diskutieren und mich mit ihnen über die entscheidenden Zukunftsfragen auszutauschen. Das ist sehr, sehr wichtig und alles ist sehr gut organisiert. Ich hoffe, dass es noch mehr solcher Veranstaltungen geben wird. Aus Deutschland war auch das NPD-Parteivorstandsmitglied Florian Stein angereist. Wichtig ist, man sieht das auch gerade jetzt hier bei dem Kongress heute, dass die Zusammenarbeit der europäischen Patrioten immer wichtiger und immer existenzieller auch für die nationalen Parteien wird. Und man sieht besonders, dass die Probleme innerhalb der europäischen Länder sehr, sehr ähnlich sind. Jetzt nach dem Wahlerfolg von Donald Trump oder auch dem Brexit sind die EU-Eliten in heller Aufruhr. Und wenn wir gemeinsam jetzt eine Linie finden, mit der wir angreifen können, dann glaube ich, dass wir auch erfolgreich die einzelnen nationalen europäischen Parteien stärken können. In der Alliance for Peace and Freedom haben sich mehr als 10 nationale Einzelparteien zu einer europäischen Partei zusammengeschlossen. Im Straßburger Europaparlament ist die APF mit den Abgeordneten der Goldene Morgenröte aus Griechenland und dem NPD-Abgeordneten Udo Vogt aus Deutschland vertreten. Der APF-Vorsitzende Roberto Figliore aus Italien zum Auftrag des Bündnisses. Ich würde sagen, dass die Bedeutung der Alliance for Peace and Freedom hauptsächlich darin liegt, dass sie strategisch handeln kann, und das in ganz Europa. Gemäß der Notwendigkeit und ihrer Möglichkeiten kann sie überall in das Geschehen eingreifen. Das ist etwas ganz Neues im Bereich patriotischer Politik. Wir haben ein Instrument gefunden, die Europäische Politische Partei, das es uns ermöglicht, schnell und unverzüglich zu handeln, wenn es erforderlich ist. In dieser Hinsicht sind wir vermutlich die Einzigen, die das Potenzial dieser Struktur verstanden haben. Über den Ausbau der Strukturen wusste der schwedische Geschäftsführer der APF, Stefan Jakobsson, zu berichten. Wir haben in diesem Jahr eine Zentrale der Alliance for Peace and Freedom im Herzen von Brüssel eröffnet. Das war für uns ein wichtiger Schritt, um eine Basis zu schaffen, von der aus wir arbeiten können, wo wir Treffen und Versammlungen organisieren und wichtige Themen diskutieren können. Die Eröffnung dieses Büros hat uns weiter vorangebracht. Das gibt uns neue Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Nun können wir das ganze Jahr über Konferenzen zu wichtigen Themen der Weltpolitik organisieren, speziell auch zur Situation in Syrien. Damit haben wir uns als eine Art Global Player in der Politik aufstellen können. Das war auch sehr wichtig für uns, weil wir ja noch immer eine sehr junge Partei sind und wir müssen immer wieder deutlich machen, wofür wir stehen und was wir wollen. Die Konferenzen ermöglichen uns dies und wir konnten dadurch viele neue Mitglieder gewinnen. We need to get the word out that we exist and what we do, and the conferences has been a great opportunity because of this, and we have recruited a lot of members because of it, because not only parties can be a member of. Es können nämlich nicht nur Parteien Mitglied der APF werden, sondern auch Einzelpersonen.
Wir suchen ständig nach neuen Mitstreitern, die mit uns zusammenarbeiten wollen und unsere Vision eines Europas freier Nationen teilen. Mit diesen Leuten, die verschiedene Talente mitbringen, können wir wirklich etwas Großes erreichen. With different talents we can we can accomplish something truly great. Für den deutschen Europaabgeordneten Udo Vogt hat die europäische Zusammenarbeit auch ganz praktische Gründe. Nun, seit 2014 bin ich Mitglied des Europaparlaments und hier lernt man eine Menge Abgeordnete, nationale Abgeordnete kennen, die nicht in Fraktionen organisiert sind. Und wie ja seit meinem Buch bekannt ist und seit meiner Tätigkeit als Parteivorsitzender, habe ich mich immer für Projekte eingesetzt, nationale Kräfte zu bündeln und zu sammeln. Und das habe ich natürlich auch im Europaparlament getan. Im Jahre 2015 begann der Generalangriff auf Europa. Und dieser Generalangriff auf Europa bedeutete, Millionen von Fremden auf diesen Kontinent zu bringen, damit sich hier eine One-World-Gesellschaft, eine multikulturelle Gesellschaft entwickelt. Und wir setzen oder ich setze darauf, dass einzelne Völker das nicht mehr abwehren können. Denn was wir jetzt brauchen, das ist die Gemeinschaft, das sind die Völker Europas, die zusammenstehen müssen. Wir können heute nicht mehr die Schlachten von gestern schlagen. Wir brauchen heute nicht mehr darüber zu debattieren, was vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg welche Grenzen gewesen sind. Wenn wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren den Masseneinsturm nicht bewältigen, dann werden unsere Völker verlieren. Fremde Völker werden diesen Kontinent besiegen und beherrschen. Und aus diesem Grund war es mir ein persönliches Anliegen und ich habe viele Mitstreiter gefunden, die hier mit daran gearbeitet haben, die Alliance for Peace and Freedom zu gründen und mit Bewegung, mit Leben zu erfüllen. Mit einer Vielzahl an Aktivitäten meldete die APF bereits ihren Anspruch an, einen Gegenpol zur herrschenden Einwanderungs- und Freihandelspolitik zu bilden. Die APF streckt außerdem die Hand nach Russland aus, was sie unter anderem durch die Teilnahme an einer Tagung im März 2015 in St. Petersburg unterstrich. Außerdem will sie den manipulativ entstellten Blick auf Syrien korrigieren. Während eines Besuchs in Syrien konnten sich APF-Vertreter ein Bild über die tatsächlichen Zustände verschaffen. Darauf wies auch der stellvertretende APF-Vorsitzende Nick Griffin aus Großbritannien hin, der zudem einen Ausblick auf kommende Vorhaben gab. Ein wichtiger Schritt war natürlich, von einem formalen Standpunkt aus betrachtet, dass die Alliance vom Europäischen Parlament anerkannt werden musste, was die ja eigentlich nicht wollten. Es gibt aber drei wichtige Punkte, die mich sehr anregen und wirklich zeigen, was wir wollen. Zuallererst die Tatsache, dass wir so viele aufrichtige und prinzipientreue Nationalisten aus ganz Europa zusammenbringen. Wenn also eine neue Partei, wie die unserer slowakischen Freunde, nach Partnern auf europäischer Ebene sucht, fällt die Wahl vorzugsweise auf uns. Das in nur anderthalb Jahren zu erreichen, war sehr wichtig. Unheimlich wichtig ist auch unser Engagement in Russland. Vielleicht ist das nach dem Trump-Sieg nicht mehr ganz so bedeutsam wie vorher. After the Trump victory, perhaps less important than it was, but when the whole of the American establishment. Doch als das gesamte amerikanische Establishment sehr intensiv daran arbeitete, Europa in einen Krieg gegen Russland zu treiben, war jede persönliche und politische Beziehung zu den Menschen in Russland von Relevanz. Wir konnten sagen, wir reden miteinander, wir haben vielleicht in einigen Fragen unterschiedliche Ansichten, aber es gibt keinen Grund für Feindschaft oder Misstrauen. Wir werden sehen, wie sich das zukünftig entwickelt, denn Trumps Sieg stellt die Welt möglicherweise auf den Kopf oder auch nicht. Das muss man abwarten. Eine andere wichtige Frage, um die sich die Alliance gekümmert hat, ist der Aufbau von sehr beständigen Kontakten in Syrien. Etwa Herrn Lahoud, den Leuten von der syrisch-sozialnationalistischen Partei oder auch der Baath-Partei. Das ist unheimlich wichtig. Syrien ist ja so etwas wie ein Brennpunkt der sogenannten neuen Weltordnung. Wir haben schon in den ersten 6 Monaten unserer Gründungsphase mehr Aktivitäten entfaltet als alle anderen auf EU-Ebene organisierten Parteien.
Was auch immer geschieht, wir werden weitermachen. Konkret planen wir derzeit eine effektive gemeinsame Medienplattform, um die Vielzahl von Projekten, die es so gibt, darstellen zu können. Das wird sehr nützlich sein. Außerdem würde ich es gerne sehen, dass wir und unsere Stiftung Europa Terra Nostra junge Nationalisten darin schulen, wie man Ideen des authentischen Nationalismus mit modernen Techniken kombiniert, um diese Ideen in der Praxis umzusetzen. Ich denke, dass solche Investitionen in die nächste Generation die spannendste und wichtigste Aufgabe ist, die wir zu erfüllen haben. In Rom trat auch die von Griffin erwähnte, im slowakischen Nationalrat vertretene Volkspartei Unsere Slowakei von Marian Kotleba offiziell der APF bei. Der stellvertretende Vorsitzende und Parlamentsabgeordnete Martin Beluski stellte den Besuchern der Konferenz seine Partei vor. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Punkte unseres politischen Programms nennen. Als erstes wollen wir die Europäische Union verlassen. Der slowakische Einfluss in der EU ist zu vernachlässigen. Die slowakischen Vertreter im Europaparlament repräsentieren nur 1,7%. Das bedeutet, dass wir nichts verändern können, aber alles akzeptieren müssen, was die anderen entscheiden. Das Brüsseler Diktat zerstört die Slowakei. Wir sind wie eine Kolonie, ohne eigene Industrie und ohne eigenes Recht. Die Gesetze der Europäischen Union stehen über den Gesetzen der Slowakei. Außerdem wollen wir wieder eine eigene Währung einführen, die slowakische Krone anstelle des Euro. In allen Vorträgen wurde deutlich, dass Europas Patrioten zusammenstehen, Visionen für die Zukunft haben und bereit sind, Verantwortung für ihre Völker und unseren Kontinent zu übernehmen. Gerade in Fragen der Migration und des Terrorismus darf die weltpolitische Lage nicht aus den Augen verloren werden, wie der syrische Redner Lahoud Lado verdeutlichte. Der heroische Sieg Syriens gegen die ganze Welt, die dort auf verschiedenen Ebenen kämpft, militärisch, medial, mit Sanktionen, diplomatisch und auch mit Widerstandsgruppen aus der dortigen Bevölkerung, liegt in einer Sache begründet. In unserem Nationalismus, in der Liebe zum eigenen Land. Wir haben uns den Grundsatz gegeben, frei, unabhängig und Herr über unsere eigenen Entscheidungen zu sein. Von Rom aus ist ein Signal an Europa und die Welt ergangen. Wir sind Teil des Wandels und des Aufbruchs. Nach dem Brexit und der richtungsweisenden Wahl Donald Trumps in den USA ist auch ein politischer Umbruch in Europa überfällig. Wenn Sie möchten, dass wir auch weiterhin für Sie aus ganz Europa berichten, dann unterstützen Sie uns am besten in Form eines Abos der Deutschen Stimme. Oder nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie uns eine Spende zukommen. Die Bankverbindung wird am Ende der Sendung eingeblendet. Ich verabschiede mich und hoffe, dass Sie uns auch weiterhin gewogen bleiben. Bis demnächst, Ihre Emma Stapel.